Ja, hör ich einmal und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und wir müssen jetzt hier hinkommen und ich habe immer noch keinen Plan, wie. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen das Panchaya-Projekt? Ich habe keinen Plan. Globale Anstrengungen zur Heilung unserer Welt. Wie sollen wir das tun? Die Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt darin, durch eine Kombination aus Eisendüngung und geothermaler Steuerung. Okay, oh, das war nicht gut. Entschuldigen Sie, Mr. Darrow, aber es gibt viele, die ihre Anlage im arktischen Ozean eher für ein Risiko halten. Wann werden wir uns selbst von der Wahrheit überzeugen können? Sobald die Anlage fertig ist. Mein exklusiv. Ich kann jetzt nicht einfach zack und ausschalten. Der sieht mich, wenn ich das mache. Oder? Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Okay, das war noch okay. Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint, als müsste ich eine frühere Meldung zurückziehen. Der Millionär Hugh Darrow hat mich persönlich kontaktiert, um zu dementieren, dass er bei geheimen UN-Debatten... Schalt einfach alle aus, nacheinander! Silent Killer! Hatte Folgendes dazu zu sagen. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Die gemeinsame globale Anstrengung zur Heilung unserer Welt. Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt darin, durch eine Kombination aus Eisendüngung und geothermaler Steuerung der Temperatur der Meere... Scharfschütze! Entschuldigen Sie, Mr. Aber sowas von! Viele, die ihre Anlage im arktischen Ozean eher für ein Risiko halten, dann werden wir uns selbst von der Wahrheit überzeugen können. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Mein Exklusiv-Interview finden Sie in voller Länge unter www.pikes.com. Was ist denn bloß passiert? Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Wo? Wo ist er hin? Also gut. Ich höre ihn. Aber er sagt nichts. Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint, als müsste ich eine frühere Meldung zurückziehen. Okay. Okay, wir gehen mal in diese Richtung. Zu dementieren, dass er bei geheimen UN-Debatten mal wieder irgendjemanden sehen. Der Mann hatte Folgendes dazu zu sagen. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Okay, da sehe ich jetzt keinen. Jetzt gehen wir mal nach da. Okay. Na, ich will das mitnehmen. Exit. Da steht Exit. Okay. Hätte ich da die ganze Zeit schon... Aber das, wenn ich gewusst hätte. Wobei, jetzt bin ich halt ganz unten. Das ist jetzt halt... Okay. Oh, da oben ist einer. Das kann man doch nicht mehr Scharfschütze nennen. Das ist einfach nur noch Peinlichkeit. Okay. Okay, ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Da war ein Speicherding. Habe ich es etwa gepackt? Das wäre ja der Wahnsinn. Na, nimm das doch mit. Okay. Okay, aber hier an der Seite komme ich ja dann vorbei, ne?
Jawohl. Und jetzt könnte ich hier raus oder da? Wir probieren mal hier. Oder auch nicht. Das ist ja... Es klappt ja hier hervorragend. Okay, ganz ruhig. Was passiert? Ja, was ist denn passiert? Da war auf jeden Fall so ein Superroboter. Ah, ne, eine Mine. Komm ich an der vorbei? Nicht unbemerkt. Okay. Aber es scheint ja egal zu sein. Oh, was denn? Aha. Okay, okay. Okay. Ganz ruhig jetzt. Na, du hast nichts. Du hast natürlich nichts. Okay. Oh Gott, ich höre da was. F5. Wow. Da ist alles vermint und da ist alles mit Elektrizität voll. Okay. Aber ich kann mir doch hier so Dinger bauen. Und dann da quasi von A nach B hüpfen, oder? Könnte doch klappen. Oder ich mache halt einfach die ganzen Viecher kaputt. Das kann ich natürlich auch. Unbemerkt brauche ich jetzt auch nicht mehr durch die Gegend. Na, wobei. Na. Okay. Sehr schön. Oder warum habe ich es eigentlich nicht hier einfach gemacht? Wäre doch deutlich einfacher, oder? Na? Oh! Wow. Die kleine Kiste, nicht gut. Nicht gut. Kann ich mit der springen? Nein. Okay. Na? Nein! Okay. Ich sehe schon. Lieber einmal durchs Minenfeld. Ist mir ja zu kompliziert. So, Minenfeld. Okay, das war nicht besser. Das ist ein Eindruck. Eieiei. Kann ich vielleicht diese fetten Viecher als Abschirmung vor mich hintragen? Mal austesten. Dass ich vielleicht... Oder kann ich da ganz hoch? Da kann ich drauf. Kann ich da... Ich kann da weiterlaufen. Gut, wenn ich das aber auf der linken Seite mache, habe ich doch keine Probleme. I see. Not stupid. I'm not totally stupid.
Okay. Okay, und jetzt hier einfach runter. Cool. Hat geklappt. Jetzt nochmal hier ein bisschen durchgucken. Irgendwas ist. Nein. Nein. Okay. Okay. Du wolltest was sagen? Ich hab's leider nicht mitbekommen. Was? Redet doch mit mir. Okay, hier ist nichts mehr. Aussieht nicht, nein. Okay, gespeichert. Warum? Warum wird hier nochmal gespeichert? Oh, ich kann hier nochmal sterben. Wenn du was siehst, schieß. Wenn du was siehst, schieß. Scharfschütze! Ich komme gerade doch ein bisschen vor wie ein Scharfschütze da. Kein Platz für das Gewehrobjekt. Okay. So, aber das ist doch der Ausgang. Oder? Yeah! Das ist ja überhaupt kein Problem gewesen. Das war schon, das habe ich schon aber auch gut gemacht, ja. Malik, ich muss mit Pritchard reden. Ich brauche alles, was er über das Gebäude von Tai Yong Medical hat. Grundrisse, Baupläne, einfach alles. Das könnte eine Weile dauern, Jensen. Okay, er hat Zeit, bis ich das Tai Yong Shuttle gefunden habe, von dem Van Bruggen gesprochen hat, und damit zu ihrer Fabrik fahre. Jensen out. Ja, Moment, ist das jetzt in diese Richtung abgesperrt oder in die andere? Ich stell mich mal einfach hin. Okay. Wo ist denn hier was auf der Map? Vielleicht könnten wir jetzt mal langsam so eine Nebenmission machen. Da hinten. Wenn ich jetzt quasi... Ach, in die Lymphklinik mal und so. Das wäre quasi... Wo geht's hier runter? Da irgendwo, hä? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal geradeaus. Ich habe das Gefühl, hier kann man nur für TYN arbeiten. Sie haben ja nichts zu suchen. Gehen Sie! Bin ja schon weiter. Es ist ja schon gut. Eieiei, aggressive Leute. Da, gehen wir hier mal runter. Ey! Du bist im falschen Teil der Stadt, Lao Wei. Verschwinde. Letzte Warnung. Okay. Als nächstes holen wir uns deine Augs. Ist ja schon gut. Kann ich hier einfach... Mit wem redest du? Lassen Sie mich! Komm, hacken! Auf geht's! Okay. 15%, na, das wollen wir doch wohl packen. Gehen Sie weg. Ja, dann können wir doch mal noch ein paar andere Dinge übernehmen, hä?
bis wir entdeckt werden. Gehen Sie jetzt weg. Okay. Zugriff gewährt. 25 Erfahrungspunkte. Lassen Sie mich. Hi. Wer sind Sie? Ihre Freundin May schickt mich. Perfektionist. Sie meinte, Sie stecken in Schwierigkeiten. Sind Sie verletzt? May, ein Glück. Und nein, mir geht's gut. Die haben mich nicht angefasst. Noch nicht. Aber wenn Sie nicht gekommen wären, wie haben Sie mich gefunden? Ich habe mich umgehört. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich muss hier raus. Sind Sie wirklich okay? Kommen Sie allein zurecht? Ja, ich danke Ihnen. Wer Sie auch sind, vielen, vielen Dank. Ist ganz schön. Ich muss gehen. Weg aus dieser Stadt. Weit weg von diesem Ungeheuer Chen. Sagen Sie May, sagen Sie ihr Danke für alles. Ich verdanke ihr, Ihnen beiden, mein Leben. Eigentlich nur mir. Und du könntest dich revanchieren. Ach, du bist schon weg. Na, das ist ja toll. Das ist ja super. Vielen Dank für nichts. Wo geht's hier hin? Ja, ich gehe lieber wieder nach oben. Okay. Also, jetzt gucken wir mal. Ja, wir könnten das da drüben mal machen. Mal gucken, was das ist zumindest. Hallo. Darf ich da einfach so drüber? Ja. Hi. Was ist denn du da Cooles? Gib mir das. Gib mir das. Wer ich bin, tut nichts zur Sache. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. Okay, was will ich hier? Ist das nicht der Puff, wo ich das einfach nur wieder abgeben darf? Na, ist auch gut, dann ist es weg. Das ist auch sehr gut. Hey, was? Hey! Nico, du bist ein Schinken. Ich liebe dich. Jo, du bist immer so gut, dass du das so sagst. Aber du bist ein Schinken. Du bist ein Schinken. Du bist ein Schinken. 闭嘴,就算你也爱我 只要你给我钱 我就会永远爱你 Hä? Über mir! Achso, ich bin hier falsch. Ich hätte jetzt... I could have sworn. Kann ich da mal nein? Nicht, dass hier was Tolles gibt. Gibt's aber nichts. Okay. Also, drüber. Noch eins höher. Okay. Aber ist ja nett hier. Hier, ich will bespaßt werden, bitte. PDA. Safe im Büro des Chefs ändern. Aha. Wo auch immer das ist. Jetzt aber. Hallo. Und? Haben Sie Ning gefunden? Freilich. Ja, sie ist wohl auf, aber auf der Flucht. Ich denke, sie will die Stadt verlassen. Sie war schon immer clever. Ein Glück. Ich werde gleich mit ihr reden. Hier ist ihre Bezahlung, wie versprochen. Wenn Sie mehr wollen, hätte ich noch einen Job. Etwas für einen Mann mit Ihren Talenten. Sind Sie interessiert? Das kommt ganz auf den Job an. Sie haben sicher schon von Diamond Chan gehört. Er ist ein böser Mann, der vom Elend dieser Stadt lebt. Wenn hier Frieden einkehren soll, muss er verschwinden. Sie wollen, dass ich Chan töte? Ja, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Oder Selbstmord. Unfall? Es muss einen anderen Weg geben, Chan aus dem Verkehr zu ziehen, außer ihn zu ermorden. Den gibt es. Ich habe Zugang zu gewissen Mitteln.
Wenn Chan damit erwischt wird, wäre er kein Problem mehr. Ich soll ihm also Drogen unterschieben? Nicht ihm. Verstecken Sie sie einfach in seinem Apartment. Und falls er zu Hause ist, schlagen Sie ihn K.O. Deponieren Sie die Drogen und kommen Sie zurück. Ich habe einen Freund bei der Polizei. Den rufe ich an und sorge dafür, dass Chan verhaftet wird. Okay, das können wir annehmen. Ich mach's. Gut. Ich gebe Ihnen die Adresse von Diamond Chans Apartment. Es ist irgendwo unter dem Dach. Lower Hangshire ist ein gefährliches Pflaster. Schlagen Sie ihn K.O. und werfen Sie ihn vom Dach. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Falls Sie Chan nur hinter Gitter bringen wollen, nehmen Sie diese Drogen. Deponieren Sie sie in seinem Apartment, nachdem Sie ihn K.O. geschlagen haben. Kommen Sie anschließend zurück, dann rufe ich meinen Freund bei der Polizei an. Er erledigt alles Weitere. Okay, sonst was? Sollte ich sonst noch was wissen? Chan dürfte allein sein. Er ist zu stolz, um sich mit Bodyguards zu schützen, aber seien Sie vorsichtig. Allein oder nicht, Chan ist gefährlich. Alles klar. Mr. Jensen, fügen Sie Diamond Chan keine Verletzungen zu, die auf einen Mord hinweisen. Beim geringsten Verdacht machen uns seine Freunde die Hölle heiß. Also keine Tranquilizer oder Peps. Ich muss ihn also per Hand ausschalten. Dürfte kein Problem sein. Das ist gut, ja. Viel Glück, Mr. Jensen. Ich warte hier. Eine anspruchsvolle Mission. Pfui. Na, du? Gut. Ruflevel. I don't know. I don't want to the roof. But where do I want to go to? Nehmen wir mal den Weg. Und dann den Weg. Das hier für ein Zeichen. Was ist denn das? Kann ich da... lieber nicht. Da falle ich wieder nur in Tod. Ich kenne das Spielchen. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So. Hi. Schneckerles, Bobberles. Da darf ich wieder nicht hin, oder? Nee, warte mal. Wo muss ich denn? Da. Komm ich denn da hin? Bin ich nicht von hier vorhin gekommen? Okay, vielleicht nach da, hä? Ja, oder auch nicht. Was ist denn das? Wo geht's denn hier hin? Huch! Servus! Aber da will ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht hin. Also wieder raus! Orientierungsmäßig ist dieses Spiel gar nicht so leicht. Gut. Das war also nichts. Dann vielleicht hier runter, hä? Darf ich das da mal... Ja, das hack ich. Bin doch jetzt der Computerexperte hier. Oh, wow. Okay. 35% gleich. Oh, Mann. Okay. Jetzt können wir noch ein wenig rumspinnen. Was? 75%? Nee, nee. 75. Dann übernehmen wir mal das hier noch.
Zugriff gewährt. Wenn man da nur schnell genug ist, dann kann man ja wirklich alles bekommen, ne? Wie, da habe ich keinen Platz. Da machen wir einen Platz. Was ist das? MP-Munition. Was ist das? Slumdog-Drink. Hier, weg mit. Fallen lassen. Fallen lassen. Ach, das kann ich wieder nicht benutzen. Fallen lassen. Was ist das? Sturmgewehr-Munition. Ich habe doch kein Sturmgewehr. Ich habe ein Standardgewehr. Also, fallen lassen. Brauche ich nicht. Schrott. Okay, aber das war auch wieder nix. Geht's nicht weiter, dann müssen wir mal nach da. Limpklinik. Ja, wo geht's denn da bitte zur Limpklinik? Oder soll ich etwa dieses, diesen Deckel da? Da war doch ein Kanaldeckel, oder? Ne, da ist kein Kanaldeckel. Ich würde gern zur Limpklinik gehen. Da ist ein Kanaldeckel. Nehmen wir halt den. Ja, was auch immer. Ist eine Code für ein Apartment. Kargon District. Okay, und nach da drüben muss ich. Oh, da ist eine Gaswolke, giftige. Da kann man wahrscheinlich nicht durch, oder? Oh nein, oh nein. Kann man nicht, kann man nicht. Okay. Wo bin ich hier? Hotel, das ist doch. Jetzt bin ich doch quasi zurück, oder? Schon wieder. Also, das ist doch. Krampferless ist das, was ich da gerade mache. Wo geht's denn hier hin? Ist ja alles verwirrend hier. Egal, hoch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt irgendwie ein Stück näher gekommen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kein Stück. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, das ist ja klasse. Okay. Ach ja. Vielleicht sollte ich einfach mal die Karte aufwerfen. Aufmachen. Okay, wo will ich hin? Ich will nach da. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich nach da drüben wieder, oder? Bei hier ist doch, was ist denn das? Da ist doch eine Treppe. Also jetzt einmal nach rechts, dann nach links. Einmal nach rechts. Dann nach links. Und jetzt sollte es doch eigentlich geradeaus gehen, oder? Tut es aber nicht. Aha! Na? Ja. Na komm. Hehe! Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit. Okay. So einfach geht es manchmal. Gemeinsam.
Maßnahme, globale Anstrengungen zur Heilung unserer Welt. Will ich da oder will ich? Komm, ich mache schon mal Tester. Limp. Limp. In die Limp-Klinik. Hä? Ich dachte, da wäre jetzt gerade irgendwas. Limp International heißt Sie willkommen. Sie sind Vorzugskunde? Wählen Sie, was Sie wollen, auf Computer. Dann wähle ich, was ich will, auf Computer. Telefonmonitor. Nein. Nein. Praxiskit. Kaufen. Noch eins kaufen. Okay. Was hat es gebracht? Jetzt habe ich zwei Praxispunkte, oder was? Sie sehr willkommen, Sir. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tatsache, jetzt habe ich neue Punkte. Das ist ja wunderbar. Was ist denn das? Ja, genau, das will ich haben. Und was ist das? Erhöht die Klassifizierung eines Knotens. Okay, das habe ich jetzt alles. Hier könnten wir jetzt noch höhere Stufen. Nö. Ah, das sollten wir auch mal langsam lernen. Machen wir mal. Ja, das machen wir auch. Dann haben wir wenigstens jetzt am PC so ziemlich alles, ja. Aber ich dachte, ich hätte hier irgendwas tun sollen. Gib mir free loot. Gibt's keinen. Das ist sowas. Warum war ich dann hier? Ja. Okay, ich musste also nicht hierher. Hä? Ich hätte schwören können, dass es eine X deutet hierhin. Verzeihung, Sir. Können Sie mir sagen, wie ich von hier zu Taeyong Medical komme? Ja, definitiv. S3. Was ist denn das? Und warum... Ach so! Den muss ich erst treffen und deswegen ist mir auch nichts markiert. Weil der mysteriös ist. Bist du der Mr. X? Nein. Du bist Mr. X. Einen Moment! Sie sprechen Englisch? Ich habe sehr lange auf dieser Operation gewartet. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Nerven Sie jemand anderen. Ah, du! Schicker Hut. Ich brauche Evelyns Autopsiebericht. Was? Sind Sie verrückt? Nein, nur ungeduldig. Aber das ist nicht... Sie hätten das richtige Zitat behalten und benutzen sollen. Mann, wo bin ich da nur reingeraten? Wir treffen uns vor der Klinik. Gehen Sie an der Vorderseite nach links die Treppe runter. Ich warte an der Ecke auf Sie. Hat doch wunderbar geklappt, habe ich mir nichts merken müssen. Oder gibt es hier noch mehrere Mr. X? No. Okay, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, oder? Jawohl. Bis demnächst. Tschüss.